Edis. Mogge? Ja? Haben wir vielleicht später eine Reaction-Chat? Wie lange geht denn das Video? Aha. Das fängt ja schon. Okay, warte mal kurz. Schaut mal Edis seinen Stimmungswechsel, nachdem Amar und Reezy dazugekommen sind. Also, wir gehen mal rein. Die zwei Turteltäubchen, Chat. Das sind die zwei Turteltäubchen. Freunde da hinten? Ja, die, wir haben hier Freunde. Boah, der arme Alter, ja, da wie ihn das wohl ab. Hamburg ist die Stadt mit den meisten Brücken der Welt. Interessiert nicht. Siehst du, alle sind 10. Alle sagen 10 von 10 ist Hamburg. Auf jeden Fall werden wir mit euch durch die Stadt Hamburg gehen. Alexis wird zeigen, wo sie gelebt hat. Ja. Was hier, wo sie alles. Digga, ich sehe das erste Mal, wie man diese Zahndings benutzt. Unterwegs war. Wenn ich das benutze und da ist Dreck, ich finde das immer voll eklig, Digga. Ich muss das immer auf ein Papier wegmachen, Digga. Ja. Also, wir gehen hier schon direkt an einem Ort vorbei, wo ich meine Ausbildung gemacht habe tatsächlich. Schau mal, wie verschickt, ne? Alexis hat einfach hier gearbeitet. Ich habe einfach hier gearbeitet. Ich bin, ja. Wo denn, was ist das? Graskeller. Ich war eine Zeit lang jeden Tag zur Arbeit losgefahren und war dann halt hier, ne? Wie lange hast du hier gearbeitet? Also guck mal, bei mir war es ja so, ich hatte ja sehr, sehr viele verschiedene Banken. Ich durfte mal wieder wechseln. Und hier, glaube ich, war ich so grob ein Jahr. Ein Jahr lang hast du hier gearbeitet? Ja. Ich war auch mal Anlagenmechaniker, wusstest du das? Was warst du? Anlagenmechaniker. Anlagenmechaniker? Ja, also als Anlagenmechaniker tust du Rohre verlegen. Krass. Digga, dass er diese Witze bringt, ne? Dass Alexis nicht auf diesen Witz kommt. Ja, finde ich gut, dass du irgendwas gemacht hast. Ah, das sieht schon mal schön aus, schau. Meint ihr, die hat das gecheckt? Ja. Und da sieht man, es sind halt viele Brücken. Das ist Hafen City, ne? Brücken. Also das ist schon ein bisschen so... Hamburg ist für mich die schönste Stadt, Digga. Ich würde da sehr gerne leben. Fast Ulm-Niveau. Ja. Aber fast. Einer in meinem Chat sagt, Ulm ist besser. Was sagt deine? Kommt das cooler, wenn ich so oben habe? Ja, viel cooler. So, oder wenn ich so Hüfte habe? Nee, oben viel cooler. Echt? Ja. Also ich würde es viel cooler finden, wenn du den Pulli um Alexis machen würdest. Edis. Vielleicht ist sie kalt. Viel, viel, viel lässiger. Aber vielleicht vergisst du den Pulli bei ihr. Ja, nee, also keine Ahnung, wie man das wirklich ernst nehmen kann, weil ich erzähle ihm so wie, das macht so eine krasse Show und so weiter. Und der kriegt richtig Panik und fängt an, mir zu sagen, dass er irgendwie vom Teufel besessen ist. Und dann meine ich so, ich schreibe ihm wirklich so, ich muss diesen Chatverlauf eigentlich leaken. Ich schreibe so, du machst einen Scherz. Er schreibt, Walla, nein. Ich sag, und jetzt? Ich sag dir morgen im Chat, ich muss erstmal ganz lange überlegen, ob er mit auf ein Travis Scott-Konzert kommt. Also ich sag jetzt schon, sollte da irgendwas so Sasses in Bewegung. Oh mein Gott. Sehe ich da irgendwo so eine Ziege oder irgendwie sowas? Oh mein Gott. Drei Zahlen mit derselben Nummerierung? Ich bin raus. Ich mein's ernst, da kommt auch nicht dieser Beschützerinstinkt hoch oder sonst was. Ich verkauf dich, ist mir scheißegal, ich renn weg. Ich schwöre, du brauchst nicht zu erwarten, dass ich irgendwie sag so, komm Alexis, wir müssen hier. Körperkontakt. Ich gehe. Hi, ja, klar, ist das hier ein Livestream? Ja, du kannst ja geil. Ja. Und was macht ihr hier? Wir gehen gleich auf Travis Scott, heute Abend. Ja, super. Mega, ich habe keine Tickets bekommen. Hast du keine Tickets bekommen? Nee, besser. Ah. Boah, ich würde direkt verkaufen für teurer. Ja, du kannst, wenn du willst, sein Ticket haben, weil er will es nicht. Er will das Ticket nicht? Also er hat Angst. Okay. Ich habe noch nicht geschlafen, zu schlafen gehen. Ja? Okay. Ja, wir haben heute nur unseren Abi. Hast du Abi geschafft? Ja. Super, super. Ja, mega. Geil, ja, was geht denn dann heute? Ja, nicht viel. Ich fliege morgen nach Lissabon. Stark. Aber Urlaub einfach, oder was? Ja. Habe ich auch gemacht. Weißt du, wo ich mein Abitur gemacht habe, habe ich dann auch erstmal ein bisschen... Warum, wer ist das, Bruder? Warum reden die so viel mit ihm? Ein abgechillt so in Spanien. Ja. Tut gut, muss man machen, oder? Ja. Muss man machen, weil das hat man sich auch verdient. Man hat sich in der Schule angestrengt. Voll. Weißt du, was ich meine? Sowas ist wichtig. Muss der Alte finanzieren hier. Muss der Alte. Junge, die sind beste Freunde geworden, Digga, hä? Ja. Okay, ja, ich bin ready. Die haben einfach über Abitur geredet, Bruder, mit jemandem. Ja. Was gibt dem 1 bis 10 zu seinem Style? Ich hab's. Edis läuft rum wie der tennisspielende Sohn eines reichen Unternehmers. Aus Gnabach am Unerröm. Piskopat am Unerröm, ja. Hör mal. Wie der tennisspielende Sohn eines reichen Unternehmers. Die schreiben bei mir 10, 10, 10. Ja, das ist gut. Motzband, 6, alle weg, die 4. unter 10 sind. Alle wegbannen, die unter 10 sagen.
Ich finde, das passt nicht. Travis Scott soll froh sein, dass ich da überhaupt auftauche. Der hat mir schon geschrieben. Was daran? Nein, das ist zu sportlich. Das ist so zu lässig. Travis Scott ist so... Was ist Travis Scott? Der ist doch auch ein Ding. Edis hat wieder gesponserte Klamotten. Bruder, es gibt niemanden, also das ist schwer jetzt euch zu erklären, aber jeder Influencer da draußen, ne, bekommt in der Woche eine Anfrage von irgendwelchen Designern. Keine Ahnung, jeder zweite Ausländer macht doch gerade Klamotten-Chat. Und wir bekommen, also ich rede im Namen wir, jeder Influencer, Streamer, Rapper, jeder bekommt wirklich in der Woche einen Typen, der seine neue Kollektion schicken will. Und Edis ist der Erste, der alles annimmt. Ich schwöre, alles annimmt. Deswegen an jeden Designer da draußen, versucht euer Glück nicht bei mir. Ich will Geld, ich will keine Klamotten. Wenn ich Werbung mache, sagt mir direkt mit Geld und so. Aber bei Edis ist der richtige Mann. Schickt eure Sachen zu Edis. Er nimmt alles an, Bruder. Sein ganze Dings. Sein ganzer Schrank, Bruder. Jedes Mal, ich sehe so Klamotten, ich so irgendeine Marke, Digga. Er macht das richtig. Ja, Bruder, ich würde das... bei mir ist egal, was für Klamotten ich trage. Ich brauche keine coolen Klamotten. Wenn ich aber von jemandem was tragen soll, dann... So. Mir ist das egal, Digga. Ich trage eh fast nie Marken. So hier, meine T-Shirts sind immer ohne Marke. Ansonsten habe ich Adidas und Nike. Der macht auch diese... Hier kannst du auch mein Outfit zeigen. Der zieht Lederjacke an mit... Chat, benimmt euch, ha. Ich sag's zu meinen Leuten. Benimmt euch. Travis Scott Sneaker habe ich. Ich kann leider nicht weiter runter zeigen bei meinem Chat. Okay, passt. Das Assi, Digga. Okay, ich mach, aber benimmt euch, okay? Ja. Seid ihr bereit? Travis Scott Sneaker, dann einfach eine Jeans Shorts von Levi's, Skims Oberteil und danach kommt noch meine Travis Scott Lederjacke drüber. Boah, geil. Meine braune Lederjacke so. Und dann habe ich so komplett so chilliges, sportliches Outfit. Wenn man dir Klamotten schickt, die fresh sind, ziehst du die trotzdem an? Nee, Bruder. Ich achte da nicht darauf, ob fresh ist oder nicht. Ich denke mir, Bruder, so, ich habe keine Klamotten nötig. Weißt du, was ich meine? Ich schicke sogar meistens die Sachen, die ich auch kriege, gebe ich immer Maus, wenn er die feiert. Das ist für mich Werbung, Bruder. Das ist für mich einfach Werbung. Ich bin da nicht so klamottengeil oder so, weil ich bin zufrieden mit den Klamotten, die ich habe. Ich schwöre es euch, wenn ihr meinen Schrank euch anguckt, da sind nur Jogginghosen. Und Bruder, mich juckt das nicht, wie geil irgendein Pulli oder so aussieht. Wenn ich dafür Werbung mache, dann mache ich das nur wegen Werbung. Dann mache ich das nur, weil das mein Beruf ist und nicht, weil ich irgendwie geil drauf bin, coole Klamotten zu tragen. Es gibt sehr viele Klamotten, unnormal viele sogar, die geil aussehen, aber ich denke mir, Bruder, scheiß drauf. Ja, sieht gut aus. Ja? Warte, Auto kommt, ich beschütze dich, warte. Oh, okay. Alles gut. Okay, wir können weiter. Ja, können wir weiter jetzt? Ja, ist ja klar wegen Geld, Bruder. Ja, ist ja klar wegen Geld. Ist ja meine Arbeit. Warum soll ich etwas umsonst machen? Ist doch verschwendet, Digga. Ich bin zufrieden, Bruder. Nike und Adidas, ich brauche keine anderen Klamotten. Das habe ich auch irgendwann später erst gecheckt. Aber ich habe nur ein Problem, dass, wenn ich zum Beispiel, ich habe wegen diesen ganzen Joggenanzügen, habe ich ein Mindset in meinem oder eine Struktur in meinem Kopf erstellt, dass mein Oberteil immer mit meinem Unterteil passen muss. Es muss von der einen Dings sein. Es muss so ein Partneroberteil sein. Weil ich immer nur Jogginganzüge trage und Jogginganzüge sind ja hier. Zum Beispiel Schalke-Oberteil mit der gleichen Schalke-Hose. Ich könnte dieses Oberteil einzeln niemals tragen. Es geht nicht. Es funktioniert bei mir nicht. Ich fühle mich dann irgendwie falsch. Als würde ich, kennt ihr das, wenn ihr linke Schuhe auf rechte Fuß anzieht? Und andersrum genauso und die Schuhe gucken so auseinander. Genauso fühlt sich das an. Aber es ist auch der... Ich glaube, ich habe auch den einfachsten Style der Welt, weil ich muss nie was kombinieren. Ich habe schon immer die Kombination gekauft. Deswegen, Trainingsanzug ist verarsche. Trainingsanzug ist für Leute, die keinen Geschmack haben und keinen Style haben. So, fertig. Talahons tragen doch kein Dings Trainingsanzug, Bruder. Die tragen keine Ahnung, ein pinkes Paris-Trikot. Und darunter tragen sie einfach eine Adidas-Hose und die Schuhe sind vom Puma, Digga. Was schaut ihr so mit Mund offen an? Ich hab noch nie zwei Menschen gesehen. Nee. Ja, ein Talahon erkennst du immer daran, wenn er verschiedene Marken trägt. Wenn nicht alles in einer Dings ist. Wird doch gut gesungen. Shake it off. Eigentlich hätten wir doch bloß eine
App, wo wir das eingeben könnten, was für Attraktionen das hier alles gibt. Ja, so eine App wäre echt hilfreich. Kennst du eine App? Kannst du mir die sagen? Kann ich sie mir runterladen? Stark, weißt du schon Bescheid? Ja, Stage-App. Stages, ja, Mann. Also, falls ihr die Stage-Apps noch nicht runtergeladen habt, ey, und das jetzt ist runterladen. Kein, das ist kein Ding, Placement, ne? Das ist wirklich ja, meine ja, App, ja, ne? Ja, 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 voll krass. Das ist meine. Aber ich habe also richtig geschätzt. Ich meine, das ist eine App, wo du wahrscheinlich Veranstaltungen und alles du sehen kannst. Du kannst voll viele Sachen machen. Du kannst auch selber eine Veranstaltung ja, das, machen. Ja, das wusste ich nicht, dass man das oder sogar Streams so eintragen kann. Das ist auch ein bisschen wie Instagram. Du kannst auch chatten, folgen und so. Das was? Ist schon krass. Ja, ja, das ist voll krass. Also, ihr müsst es mal echt sehen, da oh, Travis guck mal, Scott. Da steht sogar unser IRL-Stream. Ja, ja. Den habe ich. Das habe ich jetzt gemacht. IRL-Stream mit Alexis. Hä, wie geil. Schau hier, IRL-Stream. Das kannst du folgen. Es haben schon 28 Leute gefolgt. Und die können es jetzt auch bewerten, wie, das, wie die App ist. Ja. Danach kommt Travis Scott-Konzert. Am 20. Juli kommt Octagon. Du hast hier voll Überblick, was du alles für Veranstaltungen und so machst. Voll cool, wow. Gell? Das ist schau, geil. Das auch wie heißt die App? Ich muss die sofort runterladen, Chat. Ja. Ich schreibe mit als denen. Ob. Ja, ja. Ah, warte, noch eine ja, Sache. Ja, kann ich kurz Werbung gerne. Auf deinen Nacken machen? Ja, kannst du. Schau mal, ihr könnt ein Gewinnspiel. Weil du es bist, Chat. Dankeschön, ja, du bist echt ja, ja, nett. Ja, wenn ihr diese App runterladet, ne, dann werdet ihr das gleich sehen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst die App nur runterladen und das Ding hier nur folgen. Und schon macht ihr beim Gewinnspiel mit. Oh, Entschuldigung, das war ein Fahrradweg. Oh, habe ja. ich voll verpeilt. Was kann man gewinnen? iPhone 15, MetaQuest, was? PS5, Xbox Series, Dyson. Kannst du vielleicht, du hast ja Interesse bestimmt ja. an sowas. Ja, ja. Nintendo Switch, Marshall. Ey, weißt du was? Ich würde da selber mitmachen, ne? Mach mit, warum nicht? Kann ich auch weiter verlosen. Ja, ich mach da mit, gewinn was und dann verlose ich es an meine Zuschauer. Ja, kannst du machen. Aha, stark, komm her. Komm der her. Hat die App du bist oder ein was? Macher, Junge. Stark, der hat die App. Nein. Geil. Was gut, ein Zufall. Wirklich stabil, das ist kein Zufall. Sehr gut, Jungs. Her, sehr Bruder. Gut. Hier mache ich Herzbild, Bruder. Wir machen Video, wir drehen Film. Das ist kein Talon, Chat. Was du willst. Er sieht fast aus wie ein Talon, aber er ist zum Glück keiner. Ich dachte, Konzert. Ja, ich wollte eigentlich Konzert alleine gehen, Chat. Das war ja gestern nicht gelogen. Ja. Aber Alexis war zufälligerweise auch hier. Was? Travis Scott-Konzert. Ich wäre ja eigentlich alleine gegangen. Ja, oder? Was? Warte mal, wie wird morgen das Wetter? Weil du damals hast mir so drei Flammen geschickt, hab ich einmal geblockt, weißt du noch? Wer hat drei Flammen du geschickt? Du damals, ja, wenn. Er hat drei Flammen geschickt. Wisst ihr, was drei Flammen bedeutet? Nein, warte mal kurz. Hat er nicht gemacht. Echt? Ja. Kann sein, ich habe schon so viele Flammen verschickt. Ja, da kann sein, ne? Tja, Alter, krass. Boah. Sie hat ihn... Weil sie... Das ist live. Das ist kein Video, was man dann später rausschneiden kann. Und der hätte zu 100% gesagt, schneide das raus, aber es geht nicht. Bitte, jeder auf Edis sein Instagram und drei Flammen... Drei Flammen schicken. An wen denn noch alles? Nur noch drei Flammen, warte mal kurz. Ich komme. Ach, ich bin nicht mal angemeldet. Oh, Abi, danke schön. An wen denn noch alles? Möchten Sie Brot essen? Oh, Abi. Na, ah, Digga, der hat ihn so gerettet, ne? Wie süß, frisches Fladenbrot. Probieren Sie nicht. Ja, ich probiere ein Stück, machen wir mal. Warte, ich. Auf komplett süß. Woher kommst du, Abi? Afghanistan. Afghanistan, ja. Sehr schön. Ja, oh, das ist frei frische Fiete, ne? Ja, ich habe ihn direkt blockiert. Ich dachte so, was soll ich so ja, machen? Nehmen Sie mir. Guck mal, wie sie immer noch darüber reden will und ihn exposen will und er schafft es abzulenken. Walla lieb. Ein ganz. Pass, nein, Bruder. Wir gehen essen. Wir gehen essen. Walla, danke schön. Vielen Dank. Oh mein Gott, mein Herz. Vielen Dank. Siehst du? Die Menschheit ist nicht verloren, nee. Leute. Ihr müsst nur die richtigen Menschen. Nee, lass scheiß mal auf die Menschheit jetzt. Lass mal hier Dings. Lass mal hier nochmal beim Thema bleiben, Edis. Ey, das schmeckt so gut. Nimm ich ein bisschen. Ich hab nur von ihm ein bisschen. Ja. Das kann doch nicht sein jetzt, oder? Dass wir von einem Stück Brot abgelenkt worden sind, Chat. Hier ist es einfach. Ja. Egal, ich übernimm das Thema nächstes Mal. Perfekt. Junge, ihr habt sein Brot genommen, Land der Arme. Reicht auch. Hallo. Dankeschön, Abi. Vielen Dank. Danke auch. Abi, was hörst du so für Musik? Ja, oder? Nein. Was hörst du für Musik? Der versteht das nicht. Nee. Also. Ehrlich, was willst du von mir? Ich gebe dir Brot, wenn ich doch die Sprache könnte. Aber kennst du Travis Scott? Ja? Das ist crazy. Du kennst Travis Scott? Hä, wie krass. Wir gehen auf dein Konzert heute. Ja? Ja. Ja. Lass ihn einfach in Ruhe. Hallo. Wir haben Freunde da hinten. Ja, wir haben hier Freunde. Ja, ich habe Überraschung für dich. Edis. Überraschung.
Was macht ihr hier? Also, er weiß gar nichts. Nee. Ich weiß gar nichts. Echt? Er weiß gar nichts. Pass mal einfach am Rad. Hä? Es geht lang. Ich, ja, dachte, wir gehen und ich dachte, wir haben einen Date, Mann. Er hasst euch jetzt. Ey, Bro, wir tun einfach so, als wären wir nicht da, Digga. Wir lassen mal wieder. Ich glaube, der Arme. Die jetzt später irgendwie rausfährt. Wir müssen jetzt kurz ein, zwei bisschen Kinder verarschen. Danach jage ich Amma. Reason rennt sowieso mit ihm mit. Dann passt schon, dann bin ich wieder alleine. Okay, und hier ist es gut, ne? Das ist sehr gut. Okay, geil. Okay. Ich glaube, sowas war Teigtasche schicken. Nein, ich will eine Cola. Nee, nicht. Ich will eine Cola. So, du musst auch ein bisschen anders. Du musst mich kontrollieren. Ich will eine Cola. Chicken drin, Erdnüsse, Koriander, boah, so zwei geile Soßen. Was? Kann man halt nicht so geil teilen, weil das ist. Okay, sind. Ja, mach das. Ich will eh ja, nicht teilen, ja. So lecker aus. Nee, Bruder, was ist das hier? Ey, chinesischer Teig ist immer eklig, Leute. Dieser komische Gummiteig. Boah, Bruder. Ich will nicht so abwertend über Essen reden, aber. Was machst du da? Das schmeckt ihm nicht, oder? Lecker. Nein, das schmeckt genau. Doch, das schmeckt schon. Das schmeckt überhaupt nicht. Ich hab wenig Kulturschock gerade. Ja, ja. Ich hab so gerne einen Adana gerade. Das ist der Gästestück. Boah, Adana wäre stark. Warte. Das war's, Digga, nein. Bruder, aber die sind auch selber schuld. Die können uns nicht so ein Content bieten, Digga. Das ist, was können wir denn jetzt dafür? Das war's schon wieder. Ja, ne, er sagt, hör auf, mach nicht, Bruder. Soll ich Play drücken? Warte kurz, ich muss eine Instagram-Story machen. Okay, das kann jetzt nur unangenehm werden, ne? Das passt schon. Wie soll ich das essen? Du musst zeitlich, so. Und schmeckt? Ja, schmeckt. Krass, gell? Heute sind vier reiche Menschen hier. Ja. Das war's. Guck meine Instagram-Story. Guckt einfach nur meine Instagram-Story, warte mal. Aschk, Hamburg, der Yashaner Güzelim. Boah! Drei Werkstage bis der Instagram. Ich musste doch das perfekte Lied erstmal finden, Digga. Wir gucken uns die Zombie-Story an, die ich gepostet habe. Ach, Digga. Ich sag euch ehrlich, weiß nicht warum, aber bei den beiden, das passt auch irgendwie einfach, ne? Das ist so, ich weiß nicht, also ich will, es ist zwar Spaß, aber man kann diesen Spaß einfach auch nur machen, weil es passt. Ja. Ich bin ja, lass hier Scheinpapier, easy. Ich bin insolvent. Okay, komm, Scherenpapier bezahlt. Nee, passt, ich zahle, ich hab eh gerade Bargeld. Nein, Papier. Boah, Digga, ich hätte von Edis erwartet, dass er wie Dings. Habt ihr gesehen in meiner Story? Der Typ, der so dieses Geld geschissen hat. Okay, warte, zwei Blatt und zwei Scheren. Okay, das dann heißt, ich und Amma. Ah, ihr beide. Stark, ich zahle, ich hätte auch so gezahlt. Oh. Ich hoffe, die Rechnung ist richtig teuer. Nein, ich fühle mich sogar voll schlecht. Boah, Digga, hätte er mal direkt einfach selber bezahlt. 160 Euro für einen halben Nudelteller. Passt schon, Chat. Wenn ihr wüsstet, was ich einfach für diesen Tag gezahlt habe. Wisst ihr, was ich für Flug gezahlt habe? Ich wurde einfach richtig hops genommen. Ich habe für den Flug hierher und wieder zurück, habe ich aufgerundet auch 600 Euro gezahlt. Für hin und zurück. Plus Hotelkosten waren, glaube ich, so 160, oder? 160 Euro. Ich habe einfach fast einen Taui bezahlt dafür, um einen Typen zu sehen, der im Satanistenkostüm singt. Stark, gell? Walla stark. Ich gebe meine Kamera weiter hier an Dennis, bevor er einschläft. Warst du schon mal Reeperbahn? Nein. Also ja, so ich habe mal Theater geguckt, so. Aber sonst nicht. Ey, ich komme nicht. Sollen wir heute Abend gehen? Soll ich ein bisschen zeigen? Hm. Bruder, das ist ja voll der süße Landreason. Frischfleisch. Der ist nicht Familie oder so, ne? Nein. Stimmt, 100%. Nein. Ja. Nein, sehen wir aus wie verwandt. Nein, ich hab euch nicht gar nichts gesehen, aber. Edis, ich komm kurz mit hoch, ja? Warum? Ich will kurz chillen, solange du denkst. Tomma. Können wir alle in dein Zimmer, Edis? Ja, kommt. Kommt, nimmt, macht. Wir bestellen dann Drinks auf deinen Nacken. Ja, macht. Zieht nicht aus, macht alles mit mir. Ihr habt mich eh schon auseinandergenommen. Weil du dein Date nicht bekommen hast. Gänsehaut. Herzlich willkommen.
Oh, rein in die Jude-Stube. Ja, das Hotelzimmer von Edis wird besucht. Hey, legt euch gar nicht auf mein Bett. Macht, was ihr wollt, aber nicht auf mein Bett. Ach, erstmal Schuhe ausziehen. Aber ich muss auf dein Muggel. Bett. Tut mir leid. Ich mach deine Decke. Oh, ich mach nur die Decke und dann lege ich. Ah! Da drauf, okay? Digga! Glaube ich, so sieht man nicht. Lauf doch nicht so rum! Ja, oder Edis? Du bist so blöd, ne? Ich hab so Bock, der jetzt gerade einen Suplex zu ziehen. Ja, ja, oder? Ja, ja, ja. Innerlich freut er sich so. So schönes Suplex. Und meine Socken stinken. Wäre ich nicht im Recht, wenn ich dir jetzt einfach so einen Suplex ziehe? Keine Ahnung, Raison. Komm, wir machen jetzt ein bisschen Ding-Technik. Ja, du musst lernen. Ich bin echt ein Wrack, ey. Was für Wrack, Bruder? Ich bin ein Wrack in Fortnite und du hast mir auch geholfen. Ich helfe dir jetzt im wahren Leben. Okay. Als Amar zu frech wird. Ja. Alexis, du bist die Kamerafrau. Reason, ich sag, wenn ich du wäre, würde ich hier wegsprinten. Nein, im allgemeinen Leben dir helfen. Ich zeig dir, ich führe dich ja nicht aus. Ich schmeiß dich jetzt nicht runter oder so. Komm, steh auf. Okay. So, als allererst zeig mal deine Krampfhaltung. Wenn ich keine, ich weiß nicht. Angenommen, ich will jetzt auf dich los. Wie stehst du? Ich lauf weg. Du kannst nicht weglaufen. Hinter dir ist eine Mauer. Wie stehst du? Kann nicht. Ich weiß nicht. Oder das ist scheiße. Ich schwöre, jetzt no joke. Es ist wirklich peinlich. Also, pass auf. Was ist deine starke Hand? Rechts, dann ist die schon mal hinten. Okay. Hier, okay, die ist hinten. Ja. Links ist vorne. Ja, macht so okay. Einfach. Die hier ist sozusagen, du kontrollierst, du schlägst, okay. Du kontrollierst. Weißt du, ja. Was ich meine? Und rechts ist der K.O.-Schlag, der zieht. Okay. Okay, verstanden. Okay. Und jetzt gehst du erstmal mit deinem rechten Bein nach hinten. Nach hinten? Genau, und stehst ein bisschen so leicht breitbeinig, leicht, genau. So? So? Locker und links vorne. Genau, ja, sieht schon mal gut aus. Sieht gut aus. Ich fühle mich wie ein Falschgeld. Nein, es passt, okay. Ist gut. Okay. Das sieht schon sehr aus wie ein falscher Profi. Ich will dich auch immer. Warte, wie geht nochmal Schwitzkasten? So. Ja, oder? Wie geht nochmal Schwitzkasten? Ja, ja. Ja, oder? Chat, wie geht nochmal Schwitzkasten? Ist ja. Hey, lass mal ein Video machen, wo ich frage, wie der Schwitzkasten funktioniert. Könntest du mir das nochmal zeigen, bitte? Mach ich mit einer anderen Hand? Du machst. Ja, oder? Wie geht nochmal Schwitzkasten? Was macht man nochmal mit der anderen Hand? Schau mal, mach mal so. 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 Und jetzt zugreifen. Ja, oder? Ja. So. Genau, das ist der Griff. Ich kann das erklären, ja, okay. Das ist der Griff. Okay, jetzt mach ich. Erklär mal, wie Schwitzkasten funktioniert, weil ich weiß nicht, wie Schwitzkasten funktioniert. So. Ja, ich hab den Schwitzkasten. Ja. Aber nicht mich packen irgendwie. Nee, ich mach gar nichts. Okay. Das ist echt ein. Ja, okay. Ich zeig dir, für dich ist gut. Okay. Digga, ich kann das nicht kommentieren, Chat. Das ist Aib, Digga. Ich kann das nicht kommentieren. Ich sage nicht. Greifen ja immer so, immer, weißt du? Ja. Naja, zum Beispiel mal, hey, komm mit. Und ja, so, ja, stimmt. Viele machen so immer. So immer diesen, ja. Ding, so, wenn du greifst. Ja. Der einfachste Griff, daraus zu entkommen, ist, greif mal. Weil wir müssen auch unseren Spaß irgendwo in Grenzen halten, Chat. Mhm. So, du greifst um. Oh. Oh, da hat alles geklappt. Wie umgreifen? Ich greife um. Also quasi, wenn ich dich hebe, greifst du so um. Genau, greif. Siehst du? Oha! Greif, dann machst du genau so. Oh, ja, genau. Das ist gut. Und du kannst zum Beispiel, wenn du mich greifst, greif mal. Dann kannst du ja so zack, Arm nehmen. Ah! Man in the mirror! Digga, ich sitze da ziemlich hart, ich sitze da ziemlich. Wenn ihr wissen wollt, in welchem Hotel und welchen Hotelzimmer er ist, schreibt mir auf Instagram. Amar TV. Voraussetzung erstmal folgen. Erstmal folgen. Digga, okay. Wenn ihr. Ich muss ja gucken. Komm, ne? Ich bin nicht irgendein Älteres. Nein, ich hab Respekt vor ältere Bruder. Ja, vor viel Älteren, weißt du? Ja, ja, ja. Ich wusste es. Lando, wo willst du hin? Film, wie ich jetzt deinen Chef packe. Oha, wie schnell. Er ist ja einfach Lack. Schon direkt. Oh, ey, Amar, komm, wehr dich bitte. Oh. K.O. Edis! Amar, komm. Tschüss! Oh mein Gott, Chat, es eskaliert. Hilfe, liebes Twitch-Team, das ist Edis der Breite, Hilfe, liebes Twitch-Team. Oh mein Gott. Edis, reicht jetzt, lass mich in Ruhe. Okay, fass mal ab, das war das Outro. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute bei dem IAS und komm, du musst auch drauf, das war auch dein Ding. Tschüss. Okay, ich mach gar nichts. Okay, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch heute gefallen. War nice, dass Amar und Reason auch mit am Start waren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich denke, die BOD können wir auch veröffentlichen. Schön, dass ihr alle am Start wart. Wir fahren jetzt zum Travis Scott Konzert. Liebe geht raus. Ciao, danke schön fürs Zuschauen. Nur Liebe hier. Und bleibt sauber und danke schön für alles. Kuss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja, super, super Video.